Mercedes hat seiner Ikone, dem 33 Jahre alten G-Modell, eine Modellpflege spendiert und bietet zum Geburtstag nun eine mehr als potente Version. AMG hat sich der Mutter aller Geländefahrzeuge angenommen und das Ergebnis ist beeindruckend. Zukünftig wird das G-Modell nicht nur maximal trittsicher über Stock und Stein gehen, sondern auch maximal rasant. Optisch wurde der Allradler von außen eher dezent aufgehübscht. Eine neue AMG-Frontschürze mit 3 Lufteinlässen bestimmt nun das Antlitz. Dazu LED-Tagfahrleuchten und neue Außenspiegel. ,70 Meter lang, 2,01 Meter breit, 1,94 Meter hoch, Radstand 2,85 Meter, lauten die Abmessungen. Das V8-Zeichen, Verheißung pur. Rundum belüftete und angelochte Bremsscheiben stellen eine optimale thermische Belastbarkeit sowie perfekte Verzögerungswerte sicher. Und die Beschleunigungswerte lassen für alle anderen ohnehin nur den Blick auf die schicke Hinterseite übrig. Der Innenraum ist deutlich modernisiert worden und ist nun komfortabel wie ein Wohnzimmer, Hightech-Ausstattung inklusive. Der V8 Biturbo-Motor wird über das automatische 7G-Tronic-Getriebe geschaltet. 544 PS treiben das G-Modell in gerade mal 5,4 Sekunden von 0 auf 100. Abgeregelt wird dann bei 210. Mit einem Preis von 137.504 Euro zählt der Mercedes G63 AMG nicht zu den Schnäppchen, aber für die üblichen AMG-Kunden ist das sicherlich machbar.